Moin moin und willkommen zurück zu Reason. Ja, wir haben hier den Deiler, irgendwas erwischt. Der war das, der in den drei Häuser eingebrochen ist. Und jetzt habe ich die Wahl, entweder ich schicke dem Hoch zum Orden oder ich lasse ihn verschwinden. Und das ist halt jetzt so die Frage, ne? Ich wollte mal mit Sid reden. Wo war er nochmal? Bin ich hier? Der war da unten. Mal schauen, ob er was dazu sagt und dann, jo. Gucken wir mal. Was ist mit den Fellen von Flavio? Was soll damit sein? Die hast du doch auch gestohlen. Ach, die sind doch schon längst verkauft. Wenn du ein paar Felle brauchst, musst du dich schon selbst bedienen. Und wo? Hey, du musst schon selbst danach suchen, klar? Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Was hast du jetzt mit ihm vor? Er kann mir gefährlich werden. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass er verschwindet. Für immer. Du wirst das übernehmen. Wie du es anstellst, ist mir egal. Aber lass dich nicht dabei erwischen. Okay. Er muss verschwinden. Wie soll ich das machen, dass mich dabei keiner sieht? So, Leute da oben drinnen. Mal speichern. Arno, kannst du bitte Ich weggehen? habe auch noch anderes zu tun. Ich will doch nur schlafen. Ich habe nachgedacht. Oh Mist. Was kommt jetzt? tschüss. Für immer weg. Für den Dorn. Es ist besser, wenn du verschwindest. Für immer. Dann kannst du Sid keine Probleme mehr bereiten. Oh nein. Du willst doch nicht etwa. Du kannst doch nicht. Kann ich nicht? Warte. Ich soll verschwinden? Dann werde ich verschwinden. Ich tauche ab, verlasse die Stadt und werde nie wieder zurückkommen. Ich schwöre dir bei der heiligen Flamme, alle werden davon überzeugt sein, dass ich tot bin. Aber letztendlich hängt es von dir ab. Was ist? Habe ich eine Chance? Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Ich werde einen finden. Notfalls springe ich über die Stadtmauer. Ich hätte eigentlich nichts Schlimmes getan, ne? Der war einfach nur so blöd. Gut, ich spiele dein Spiel mit. Ich gehe zu Sid und sage ihm, dass du verschwunden bist. Sehe ich dich danach noch einmal in der Stadt, zwingst du mich ernst zu machen. Oh, danke. Ich schwöre, du wirst mich hier nie mehr sehen. Gibt's was? Du bist immer noch hier. Immer noch. Immer noch, immer noch. Na gut, ach. Ihn zu töten wäre jetzt auch nicht so schön gewesen. Der Arme. Den Sid will ich schon erzählen. Ja, der ist tot. Doyle ist verschwunden. Und ich will hoffen, dass er auch nie wieder auftaucht. Was hast du mit der Leiche gemacht? Nun, ich... Ach, ich will's gar nicht wissen. Nun, da ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, können wir uns ums Geschäft kümmern. So, ich habe deinen Arsch gerettet. Das stimmt. Ohne deine Hilfe müsste ich jetzt wahrscheinlich die Stadt verlassen. Also, was kannst du für mich tun? Scordo weiß bereits, dass du mir geholfen hast. Ich denke, das wird sich für dich auszahlen. Außerdem kann ich dir noch ein paar Tricks beibringen. Wenn du schleichen oder ein Schloss mit einem Stück Draht aufkriegen willst, bin ich dein Mann. Und wenn du Dietriche brauchst... Meine Süße hat eine hübsche Sammlung. Wer ist Scordo? Unser wichtigster Mann in der Stadt. Du wirst ihn schon noch kennenlernen, keine Sorge. Hast du einen Auftrag für mich? Ja. Jetzt, da klar ist, dass wir uns nicht vertreiben lassen, wird es Zeit, dem Orden eine Lektion zu verpassen. Ich meine, diese Penner stehlen den Bauern die Kühe und rationieren unser Essen. Was soll als nächstes kommen? Kontrolliertes Pinkeln? Und? Und Leute wie Dagel, der Fleischer, lassen sich vom Orden benutzen. Das muss ein Ende haben. Wir müssen dem Fleischer klar machen, wer ihn beschützen kann und wer nicht. Was genau soll ich tun? Geh zu Dagel und erinnere ihn mal an den guten alten Don Esteban. Ich will ein besserer Dieb werden. Geschick, geschick und... Okay.
Ja, der Fleischer. Alle haben was gegen ihn. Gegen diesen Typen. Da ist nichts. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Nein, hab ich nicht. Habt ihr noch ein paar Fälle? Ja, ein paar alte Fälle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, das gefällt mir. Die Fälle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Sehr gut, Mo. Hä? Also mit ihm doch über hier Fälle verkaufen und dann Fleisch besorgen. Hm? Hier. Bester, das ist doch Bester. Nee, ah. Ist eins weiter, stimmt. Das ist. Lass uns handeln. Ach so, okay. Hast du schon mal über Schutz nachgedacht? Die Ordenskrieger beschützen mich. Und die Jungs sind gut. Sie halten dir vielleicht das einfache Volk vom Hals, aber was ist, wenn es jemand auf dich abgesehen hat? Aha, daher weht der Wind. Du kommst vom Don, hä? Willst schnell ein paar Goldstücke abgreifen. Das haben schon ganz andere versucht. Muss ich dir erst wehtun? Na endlich! Ich dachte schon, du wolltest nur reden. Prügeln. Ich hau dich um, du Wurst. Ja! 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 Ciao! Easy! Oh! Ha! Ah, jetzt treffe ich ihn einfach nicht. Was soll die Scheiße? Alter! Na, steck du die Waffe weg. Junge! Boah, ey. Mann, war das gerade dumm. Wie sieht es jetzt mit Schutzgeld aus? Tja, die Schlägerei war nicht schlecht. Warum sollte ich darauf verzichten? Ich sagte dir bereits, ich zahle nicht. Und jetzt schwör ab, du Ratte. Hä? Oh, hab ich was falsch gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ihn doch auch nicht auf die Schnauze hauen, oder nicht? Oh. Was das denn jetzt für ein Kacke? Erledigt hier. Nee, wo ist er? Ja, ich habe ihn nur besiegt. Was ist das für eine Kacke, ey? Ist das was? Ich lade mal neu einmal, weil das macht doch keinen Sinn irgendwie. Bin verwirrt. Versuch's noch einmal, aber das ändert ja nichts dran, also. Warum lade ich dann das neu? Das ist ja Quatsch. Hi, Mo. Ja. Naja. Aber das.
auch schon ab. Genau, was steht hier jetzt? Warum wohl? Baletto. So. Level, das ist eine Idee und eben klar machen, wir ihn beschützen. Ja. Was? Die Orden. Sie halten. Ah, wild. Muss ich. Na, ich hau dich um, du Wurst. Alter. Upsa. Alter, immer so den letzten Schlag, ey, da. Alter, es kotzt mich an. Mann. Wie sieht es jetzt mit Schutzgeld aus? Tja, die Schlägerei war nicht schlecht. Warum sollte ich darauf verzichten? Ich sagte dir bereits, ich zahle nicht. Und jetzt. Abkochen, dein Fleischer abkochen. Den Fleischer abkochen. Ach, leck mich am Arsch. Das ist ja dumm. Richtig dumm. Hier, wer ist da? Ich komme wegen des Handels mit Flavio. Oh Mann, aha, ey. Der Handel mit Flavio. Da fehlte mir noch die Ware. Das sind insgesamt 10 Felle. 5 Wolfs- und 5 Keilerfelle. Aber ich nehme nur die vollständige Lieferung, damit das klar ist. Hier sind die Felle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Danke. Ja, bin ein bisschen abgefuckt deswegen. Nee, ich verstehe das nicht. Kann man die Aufgabe irgendwie anders lösen oder was? Was guckst du so? Ja, bleib da liegen, ey, du. Oder sitzen, besser gesagt. So, nicht anders. Genau, hier gab es ja hier einen Schlüssel versteckt, hier unten. Meinte er für seine Truhe da oben. Jetzt ist die Frage, wo? Ah, ne, oben war das. Ich schlaf mal kurz hier. Oben soll ein Schlüssel sein, hat er gesagt, oder? Oder war das hier? Ah, da! Da ist es! Sehr schön. Mal schauen, was er so Schönes hat da oben. Seine Truhe. Hallo Jack. Ich häng fest. Boah. Plus vor Stichwaffen, plus 10. Recht. Jack, sagst du noch was? Das haben wir dann auch schon mal erledigt. Dann wollen wir. Geh mal zum Sid und sage hier, der Typ will sich nicht bestechen lassen. Es gibt gerade nichts Neues. Dann gehen wir darüber zum Gefängnis. Was ist? Kann ich mit ihm nicht darüber reden, oder was? Boah. Wo kann ich sehen, welche Aufgaben abgebrochen wurden? Erledigt, ja.
Mann, ey, das geht mir so auf die Eier. Guck mal, wo hab ich so das gespeichert? Okay, das hat er. Gut. Mach dich nützlich. Geh da rüber. Du, der Typ da hinten will was von dir. Wer? Wo denn? Ich kann niemanden sehen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du willst mich verarschen. Hab mich wohl geirrt. Haha. Na, vom Bepo, Bepo sei es. Vom Buddy haben wir die Bude noch nicht gefunden. Wo diese Rüstungsplatten sind. Was ist mit eigentlich, Karin? Ich hab bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir oder zu dir? Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. So, so. Er schickt wohl dich, weil er selbst zu feige ist, was? Schon gut. Wo ist dieser Dick? Er hält Wache bei der Zelle am Hafenkai. Ach ja, den Kerl meinst du. In Ordnung, bin unterwegs. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Wenn sie da ist. Danach will er mich noch attackieren vielleicht, ne? Ja, ja. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Sehr schön. Hi, Captain. Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren. Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Tja. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben.
Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Und dann? Interessant. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich noch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Na klar. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Alles klar. Gut, dann wissen wir mal ein bisschen mehr Bescheid hier. Wenn er wollte, könnte er hier schon ja längst abhauen, ne? Also, das wär's dann aber für die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.